Leute, da sind wir wieder bei Vegasif, wir Sefi und Jutes. Hallo. Die jetzt am Steuerpad sitzt. Gott, gucken wir jetzt hier. Kunst. Ah, das ist nur was anderes. Eben hat man noch gespielt und plötzlich sitzt man neben und schaut zu. Ach ja, stimmt, der ist ja. Geh da weg, du Hund! Ihr plant doch nicht etwa auf den Allebesten, Klein. Nein! Ich werde euch das noch einmal durchgelassen, aber ich behalte dich ein Auge, Isa. Im Auge? Ah ja, du bist so ein Genie. Scheinbar ist sie blind. Eingang zu Seoul. Auf nach Disneyland! Yay, Disneyland! Das ist der Matterhorn-Ride. Dies ist der Eingang ins Heiligtum von Seoul. Ach nee. Ihr seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ins Verboten ist? Natürlich nicht, ich bin hier jeden Tag. Nein! Ich bezweifle das. Nur wenigen ist es vergönnt, das Heiligtum in Natura zu entdecken. Ich wollte sagen, in Nature. Unschlecht. Und da habe ich mich während des Vorlesens noch gewundert. Ein englisches Wort? Hier? Gibt's hier nicht noch Items? Achso, das war in anderen noch. Später. Ey, ich will da rüberjumpen. Also ihr seht schon, Goldenzahn glänzt mit schwierigen Rätseln. Ja, unüberwindbar. Wie kann? Du musst ein echtes Genie sein, um das zu schaffen. Ja, sie werden aber noch schwieriger. Ja, also teilweise sind die Rätsel, ich könnte hier wirklich sehr knackig sein. Ich wollte gerade sagen, Monster? So, ein Pestpilz. Richtig, also wir haben hier Kämpfen, ganz normal. Wir haben Rückzug, das auch mal in die Hose gehen kann. Und wir haben den Status, der einfach nur den Status zeigt. Ne, als Isaac, ne, Erfahrung, braucht für den nächsten Level. Normaler Status, also weder vergiftet noch schlaglich tot. KP, bla bla, es erklärt sich von alleine. Und das, Isaac ist ein Erdadept, also einer, der Psy-Energie verwenden kann. Und hier seht ihr halt, dass Erde-Magie am meisten Schaden macht. Und dazu erzählen wir, glaube ich, noch später im Verlauf des Spiels. Wenn es interessant für dich, denke, für den Anfang ist es noch relativ uninteressant, weil wir den ja momentan sowieso nicht ändern können. Richtig. Ja, hier, wie gesagt, normaler Angriff. Hier haben wir Psy-Energie. Er kann momentan nur heilen. Hier sind die Items und er kann sich einfach sonst verteidigen. Halt so das Rollenspiel-typische. Genau. Und es ist halt auch so, wenn ein Charakter jemanden plant anzugreifen, der halt in der Runde besiegt wird, quasi wenn hier zwei Gegner wären, und Garrick jetzt den Pestpilz anvisieren würde, jetzt aber ein anderer den Pestpilz besiegen würde, würde sich Garrick einfach schützen. Also verteidigen. Ja. So, und hier zum Beispiel könnte Garrick mit einer leuchtenden Flamme. Die Striche da an der Seite heißen halt, dass es mehrere Gegner trifft. Und naja, kostet 4 P, ist Typ Feuer. So. Machen es aber nicht. Und ja. Irgendwann war so klein. Ja. Da will ich meine schöne Energie nicht für Kampfballer. Wobei, die Zeitenergie führt sich, glaube ich, nach jedem sechsten Schritt ein Punkt auf. Ja. Ich glaube, ich habe es mal gezählt. Ein böser Blick legt sich auf dich. Guck mich alle böse an. So. Ja, gut. Naja. Sie hier kann zum Beispiel auch Flamme. Also ist ebenfalls ein Feueradept. Oh, ein schwerer Kampf war das jetzt. Gibt's hier nicht Items? Ja, ich glaube auf der linken und rechten Seite gab's hier kurz was. Wow. Du bist kein Item. Das auch nicht. Nein. Oh, ich bin tot. Ah, ich bin tot. Oh, ich lebe noch. Ja, also Gegner können die halt auch schützen. Ja. Was aber der jetzt nichts gebracht hat, weil sie jetzt letztes an Guard. Mhm. Alles in einem recht ausbalanciertes Kampfsystem. Nein, du kannst noch nicht fliegen. Das Relief eines Minotaurus. Sein rechtes Auge funkelt, aber dort, wo sein linkes Auge sein sollte, ist ein Loch. Ja. Na ja, klar. Der Weg, den ich jetzt letztes gehe, ist natürlich der Weg. Mhm. Na, der Weg ist ja zurück so weit.
Guck mal, da ist überall leuchtendes Moos und das ist hier radioaktiv verseucht. Isaac öffnet die Truhe. Isaac hat ein kleines Juwel. Und einen gegnerischen Angriff. Okay. Ja, das war gerade ein kritischer Treffer. Ja. Eine Rauchbombe und ein Heilkraut ist eine gute Ausbeute. Mhm. Hier im Land des radioaktiven verschreitenden Mooses. Ist das überhaupt Moos? Ja, das sind Landen, die da. Oder vielleicht Kristalle. Ja, vielleicht. Naja, und wenn man ein Item einsetzen könnte, wo man es einsetzen könnte, ploppt das Menü automatisch auf. Ja. Nach dem Dialog. Steht hier benutzen, geben, bla 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 und Details. Also. Ich wär's weg. Ja. Das wäre ziemlich dämlich. Isaac wird den kleinen Edelstein in leere Augenhöhle. Mindy. Du hörst, wie etwas Steineres verschoben wird. Hoppen wir mal rüber. Ich finde dieses Hüpfgeräusch immer so süß. Alter, ihr müsst hier mit Gegnern überlaufen. Ist da eine Reihe locker, Level 2. Ja, es wäre auch vielleicht ganz gut. Na. Dann alle auf Geld. Töten! Ja, da runterlaufen! Yay! Level 2! Der steht da übrigens Junker, seht ihr halt, das ist eine Klasse. Ja, Klasse. Also was ähnliches wie bei Feiern. Kann man halt auch ändern. Und Junker. Was? Beben, der Klasse Junker wurde erlernt. Ah, danke. hier steht halt maximal was, als er steigt und hier und Schnelligkeit und Münzen und bla und blub und er ist ja so awesome, weil er ja so stummi ist. Und Text. Schönes Lila. Gutes Lila. Was ist los gerade? Ich hab meine Zahnbürste vergessen. Zwei haben gesagt, es gäbe einen versteckten Pfad, der noch tiefer ins Heiligtum führen würde. Ich hab das ins gebracht. Ich bin schon viele Male hier gewesen und fand immer, dass es irgendwie eigenartig aussieht. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das Heiligtum von Sol immer anders vorgestellt. Was meinst du? Das Heiligtum von Sol wurde zu Ehren der Sonne errichtet. Deswegen heißt es so. Richtig. Es sollte irgendwas zu finden sein, das dies repräsentiert. Eigentlich die Sonne am Himmel? Ich habe mich immer gefragt, warum dem nicht so ist. Ich schwitze. Wenn es einen versteckten Pfad gibt, führt er vielleicht zu. Ba, 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 ba. Nun, lasst uns sehen, ob wir ihn finden. Ich glaube, er meint es älter, sollen wir ihm helfen? Ich sag, nein. Du willst doch jetzt nicht umkehren, jetzt, da wir so weit gekommen sind. Das war nicht weit, Leute. Hey. Habe ich gerade mal in 8 Minuten geschafft. Lass uns gerade helfen. Wir sollten zusammenhalten. Gruppenzwang! Ich mehr. So, in diesem Teil werden wir etwas verschieben. Man könnte rein theoretisch mit Zeitenergie, aber da wir alle Zeitenergie faul sind. Allein diese Punkte hier zeigen an, hallo, kannst du was verschieben? Bitte. Ja. War die auf der anderen Seite tot? Irgendwas. Vielleicht auch eine Truhe, ich weiß es nicht. Oder eine Sackgasse, genau. Ja, es kostet uns ja nichts mehr, ihm hier reinzukommen. Das stimmt allerdings. Ich glaube, der will nicht. Na gut, das ist einfach nur Deko. Er wird nur verarscht. Genau. Naja. Gehen wir hier lang, wenn der Spiel ist und so will. Herzlich willkommen beim Gegner. Beim Schleim. Ach, was soll's, weil ich's kann. Na, ja, Garrett hat sich seine Punkte, die er letztens von einer Zerrubel schon wieder aufgeführt. Ja. Ah, jetzt versuchen sie zu flüchten. Okay, jetzt ein bisschen übertrieben, aber hey, scheiße. Na, ja, woher solltest du denn wissen, dass er flüchtet? Ich hab diese Augen, wo sind da hinten meine Truhe? Ich glaube, das wird meine Standardfrage heute. Nicht nur heute. Und noch morgen. Und übermorgen. Und übermorgen. Jedes Mal, wenn wir spielen. Ja. Was noch sehr häufig sein wird.
Ja, Level up für Gabriel. Jetzt ist er ein Level 2 Wächter. Richtig. Und du erhältst 2 Münzen. 2 ganze Münzen. Yay, zwei so ganze Münzen. Das ist gut. Ja. Ich hätte sie so holen müssen. Mhm. Ja, nicht wundern, Leute. Es ist schon ein bisschen her. Ja. Naja, es kostet nur 3 und da er sowieso keine Zeit-Energie einsetzen wird. Ja, davon abgesehen, wie gesagt, nach jedem 6. Schritt gibt es einen Punkt. Oh, ich hab's schon noch vergessen. Die wird's überleben. Nein, wird sie nicht. Mal sehen, ob er da wieder überlebt. Nee, diesmal ist er auch gestorben. Ich mag Gentleman. Mach das. Das sind zwar nur 6 Punkte, aber. Es sieht immer an der Anzeige immer noch so viel aus. Ja. Gib ihm nachher mal die Items weg. Ja. Muss ich die nicht schlafen? Ist alles so lange her. Ja. Also nicht wundern, Leute, wenn ich mich öfters verlaufe. Es ist echt lange her. Aber hey, es wird auch gar nicht mal so schlecht. Und seht ihr da, dass, wenn ihr da mal spielt und sagt, hey, da waren die letztens mal nicht, geh ich da mal hin. Dann seht ihr vielleicht, dass es kein Sinn hat. Also hier seht ihr, weil da eine Lücke ist, dass Geralt mit seiner Flamme, die eigentlich 3 treffen sollte, nur die 2 halt trifft. Wegen halt der Lücke. Mhm, ne? Und wieder hat die Beißmaus überlebt. Beiß ins Gras! So? Ja. Level 2 für Jenna. Eine Geweihte des Feuers, falls euch gewundert hat, was das bedeutet. Das ist ja mal Gebrannte. Was hab ich gesagt? Geweihte? Geweihte könnte auch gut sein, ich weiß es nicht. Ich kann's nicht anklicken. Vielleicht ist sie eine Geweihte. Mobbing-Spiel! Entschuldigung. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich dachte mal, sie wäre eine Gewandte. Egal. Aber eine Geweihte könnte sie auch sein. Solange sie nicht ausgeweidet wird. Nee. Judith, das ist ein kinderfreundliches Spiel. Bitte nicht solche Ausdrücke. Nee, ich bin voll im Kreis gelatscht. Yay! Weil ich's kann. Alter, was doch nicht. Das bringt uns immerhin EP. Genau. Und wenn wir nicht unterlevelt sein wollen, dann brauchen wir jeden EP. Das ist ein Graben. Du wusstest es? Mhm. Aber jetzt, naja, egal, haut er mir jetzt. Alles zum Besten. Noch mehr Statuen blitzen da. Mhm. Sieht nicht so aus, als könnten wir sie von hier aus erreichen. Vielleicht ist Zeilenergie der Schlüssel. Isaac, versuch deine Zeilenergie einzusetzen. Oh, ich weiß noch beim ersten Mal, ich hab's voll nicht gereicht, was ich hier mache. Ich auch nicht. Also, Zeilenergie? Das ist auch unten auf B, hast du es uns auch. Ja, ich wollte es nur so anzeigen. Achso. Wie gesagt, hier ist der Verschieber, verschiebt ein Objekt. Hallo, Objekt. Und dann kann man es zur Seite drücken. Mit dem Steuerkreuz. Und das ist eigentlich der ganze Clou dabei. Und weil wir gerade das dumme Ding gefunden haben, das Fire Emblem. Die Tego bei Simulation. Ich sag für den Indischen in die Lehre. Blabla hatten wir schon. Ach ja. Singer ist vorgeschrieben. Jetzt hab ich gedacht, Mist. Du hörst, wie ihr Verstand ist erschoben wird. Gab's da nicht auch noch eine Truhe? Bin mir gar nicht so sicher. Also, ich meinte, da gab's noch so einen Fake-Eingang, wo du so einen kleinen Zwischenraum hattest. Also, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich jetzt nicht ins Menü reingegangen bin, Sefi hat das jetzt auf eine Abkürzung gepackt. Ja. Also, man kann es auf L und R verschieben, legen und dann. Als schnell Zugriff zu bekommen. Soll ich nochmal nachgucken? Kostet doch nicht. Doch, Cyanide. Ja, die Physik kann man sich doch eh wieder aufnehmen. Die Isaac benutzt die ja eh nicht. Ich glaube aber, es war. Ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ah, doch, ich bin mir sicher. Ich weiß nur nicht, ob da noch irgendwas war aus so einer Sackgasse. Wow! Geht das der Weg da so komisch ist, dass man nach oben gucken kann? Ja. Der Vollständigkeitshalber. Weil wir es können. Ja. So. Damit ist unsere Neugierde gestillt. Ja. Verdammt. Ein Blender! Sieht mir aus wie ein Geist. Der verprügelt so. Oh, er ist tot. Wie konnte das passieren? Jute, schäm dich, du hast einen Geist getötet. Du hast einen Geist erschlagen. Soll mal einer nachmachen. Frag mich nicht, wie das möglich ist. Da ist es. Wir haben es gefunden. Ich habe es gefunden. Eigentlich ich. Das ist eindeutig das Symbol der Sonne. Ach,
Wir sind im Herzen des Heiligtums von Seoul. Aua. Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sieht doch fast alles gleich aus wie darum davor. Das heißt, die beiden haben die Wahrheit gesprochen. Guten Tag. Aber wenn es wahr ist, was sie sagten, bedeutet das, dass sie... Sie sind Diebe. Sie sind gekommen, um das Heiligtum zu plündern. Lasst uns ins Dorf zurückgehen und es den anderen berichten. Geraden? Was ist los? Kannst nicht gerade aussehen? Wir sind so nahe. Nahe? Nahe woran? Den Arschtritt zu nehmen. Wir sind den ganzen Weg bis ins Herz des Heiligtums vorgedrungen. Oh, Jim. Jetzt, ihm jetzt den Rücken zu kehren und zu gehen. Was ist daran so schlimm? Geh bald wieder hier rein. Im Heiligtum von Seoul ruhen die Ursprünge der Alchemie. Es wäre eine Verschwendung. Du bist eine Verschwendung für die Pixel. Was denkst du? Sollen wir noch ein Stück weitergehen? Natürlich nicht. Nö. Dann geht ohne mich jetzt auf zurück. Okay, los Leute. So gesehen haben wir wohl keine andere Wahl. Und schon wieder kommt Zwang. Ich stimme gerade zu. Ich will sehen, was auf uns wartet. Yay! Wirklich? Wir werden noch ein bisschen weiter. Pädophilia. Gut, es ist entschieden. Lasst uns weitergehen. Ja. Wow. Ich bin erleuchtet. Wie lange habe ich denn noch? Wir sind doch schon bei 16. 17. Bei 17 gleich. Eine Minute hast du noch, wenn man es genau nimmt. Ich leide hier stehen und mache Breakdance, weil ich gerade sage, ich heile uns kurz. Ja. So viel Zeit muss sein. Naja. Eiskalt. Ja, so viel kann. Jetzt kommen wir jetzt noch was hier. Und das dürft ihr euch jetzt noch gleich 40 Sekunden angucken. Hey, nein, check ich hier schon. Ja. Ich glaube, hier sind sowieso nur Text, deswegen war ich das eigentlich egal. Ach, das ist nicht viel. Was ist das für ein Raum? In der Mitte ist der Mond dargestellt. Ein Abbild von Luna. Das muss die Nacht symbolisieren. Oh Gott, hätte ich auch drauf gehen können. Dafür hast du studiert? Im Ernst? Diese Räume müssen irgendwie verbunden sein. Denkst du nicht auch? Nein! Aber warum getrennte Räume für Luna und Sol? Das kann kein Zufall sein. Was hat das zu bedeuten? Isaac, würdest du weiter noch umgehen? Nein! Dann warte dort! Was? 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 Da mach ich auch nochmal Breakdance. Und dann ich jetzt wir müssen cutten, wir sind schon viel zu sehr bei der Zeit. Okay. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.